Ja, hallo, hier ist wieder tuxoche.de mit einem neuen kleinen Videobeitrag für den heutigen Artikel. Und zwar, ich habe ja schon einige Artikel gemacht über sogenannte Tether-Software. Heute möchte ich euch einen weiteren Vertreter vorstellen, nämlich Digicam Control. Digicam Control ist erstens Open Source und zweitens ausschließlich für Windows verfügbar. Wir starten einfach mal das Programm, damit wir sehen, wie das dann so aussieht. Aktuell ist übrigens eine Version 1.2.50 Beta. Ziel dieses Programmes ist es, so ähnlich wie QSL Dashboard für mehrere Kameramodelle eine entsprechende Unterstützung anbieten zu können. Vielleicht lohnt sich hier ein Blick mal in die Kompatibilitätsliste der Kameras, welche Funktionen hier bei den einzelnen Kameramodellen angeboten wird. Wenn ich mir jetzt hier natürlich die blauen Fragezeichen anschaue, sieht es für die Canon-Kameras vom Grundsatz her etwas schlechter aus. Trotzdem wollen wir uns das Programm heute in Kombination mit einer 7D einmal anschauen. Was man hier jetzt sieht, sind die Aufnahmen, die ich jetzt zum Testen mit diesem Programm bereits gemacht habe. Ich kann auch hier die Darstellung entsprechend abändern und ich kann für die einzelnen Aufnahmesituationen hier sogenannte Sessions abspeichern. Digicam Control kann natürlich die ganzen Parameter wie ISO oder Verschlussgeschwindigkeit oder auch Blende natürlich entsprechend abändern. Wir gehen jetzt mal hier auf zum Beispiel eine Blende 5,6. Huch, das war mein Handy. Sollte ich vielleicht mal leise stellen. Dann haben wir an Grundsatzfunktionen hier noch das Herunterladen von Fotos, hier das sogenannte Bracketing, also wenn mehrere Aufnahmen in einem bestimmten Belichtungsabstand gemacht werden soll, also wenn diese Aufnahmen als Basis für ein HDR herangezogen werden sollen. Will ich jetzt nur mal hier kurz andeuten. Dann haben wir hier die Funktion Timelapse, die ist bei diesem Programm, ich will es mal so formulieren, relativ spartanisch ausgestattet. Man kann also hier die Anzahl der Wartezeit zwischen den einzelnen Aufnahmen, dann hier die Aufnahmen selbst einstellen. Ich will jetzt hier einfach mal 100 eingeben. Einzig Schöne, dass man hier, wenn man die richtige Framerate eingestellt hat, sofort über die Zeitdauer des Timelapse an sich informiert wird, als auch wie lange dann das spätere Video sein wird. Das wollen wir hier aber jetzt auch nicht in dem Sinne vertiefen. Hier würde mir zum Beispiel für gewisse Spezialfunktionen eine Kombination mit einem Belichtungsbracketing, also um letztendlich einen HDR-Timelapse zu erstellen, ein bisschen fehlen. Wir machen das mal wieder zu. Was relativ interessant ist, womit wir dann schon zwei sozusagen Programmvertreter haben, ist, dass dieses Programm auch hier, wie ihr hier sehen könnt, Verbindung zu einem DSLR-Dashboard-Server aufnehmen kann. Das wäre im Idealfall der TP-Link Wireless Router, der auch für DSLR-Dashboard zum Einsatz kommt. Hier unten kann man dann noch einstellen, wo die Bilder gespeichert werden. In dem Falle steht Default, dass die Bilder hier auf dem PC bzw. hier auf dem Laptop abgespeichert werden können. Man kann sie auf der Speicherkarte der Kamera behalten. Man hat aber auch die Option, letztendlich eine Kombination dieser beiden Möglichkeiten anzuwählen. Jetzt starten wir vielleicht mal das Wesentliche, nämlich den Live View. Ihr hört das typische Klick. Wir machen das hier mal groß. Ich habe jetzt diesmal ausnahmsweise
ein anderes Motiv genommen und nicht den schon bekannten Pfefferstreuer. Wir haben hier ein frei platzierbares Rechteck für den Autofokus. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mal nach hier hinten verlagere und drücke dann den entsprechenden Button, versucht das System entsprechend zu fokussieren und da ist der Fokus schon entsprechend passend gesetzt. Ich könnte jetzt hier sofort eine Aufnahme auslösen, können wir vielleicht mal machen. So, wenn ich jetzt zurückgehe, ich schließe das Bild mal hier, habe ich das letzte Bild, so wie es jetzt von der Kamera gemacht worden ist, hier im Fenster. Okay, wir starten nochmal Live View neu. Dann sind natürlich die typischen Funktionen vorhanden, um zum Beispiel wie hier bei einer Nahaufnahme ein Fokus-Stacking durchzuführen. Wobei mir sich nicht ganz erschließt, wo der große Unterschied zwischen diesem sogenannten Focus-Stacking Simple und dem Focus-Stacking Advanced sein soll. Der Advanced hat auch noch einen, ja, ich sag jetzt mal Bug. Nämlich wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich möchte 10 Fotos machen und ich möchte einen Focus-Step von 5 zwischen jedem Foto haben, seht ihr, dass hier die Anzahl der Fotos wieder auf den Default-Wert 1 zurückgesetzt wird. Okay, wie gesagt, hier ist ein kleiner Bug vorhanden. Jetzt kann ich aber jetzt mal hier einstellen, ich möchte zum Beispiel, ich gehe jetzt mal hier mit dem Fokus auf die vorderste Blume, so. So, jetzt hat er hier eingestellt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, um das hier scharf zu bekommen, würde ich mal schätzen, sind irgendwo in der Größenordnung 10 bis 15 Aufnahmen nötig, die ich natürlich dann hier einstellen kann. Ich sage jetzt mal 15. Und hier kann ich dann logischerweise die Richtungen, die sich der Fokus letztendlich bewegt, natürlich auch einstellen. Ich könnte jetzt hier den Focus Stack einfach mal starten, will ich jetzt im Moment mal nicht tun, will jetzt allerdings vielleicht noch auf Folgendes hinweisen. Neben verschiedenen Overlays, die man sich jetzt hier noch über das Live-View-Bild hin drüber legen kann, ist natürlich auch in diesem Live-View-Modus, Entschuldigung, war jetzt Display, Control, möglich, einzelne Parameter für die Aufnahme abzuändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sagen möchte, wir machen das mal mit ISO 400, dann kann es passieren, wie ihr jetzt hier unten in der Ecke seht, dass diese Einstellung nicht übernommen wird. Passiert bei verschiedenen Einstellungen, wo ich jetzt mit dem Programm ausprobiert habe, teilweise Blende, teilweise ISO und anderen Einstellungen, aber offenbar nur, soweit ich bis jetzt feststellen konnte, wenn sich das Programm im Live-View-Modus befindet. Wir machen hier mal Control zu. So. Dann gibt es noch eine vielleicht interessante Sache, die zum Beispiel auch in ähnlicher Form DSLR Master als Konkurrenzprodukt sozusagen aufweist und zwar die Aktivierung eines Modus, der automatisch Bewegungen erkennt. Wenn ich das jetzt hier so ankreuze, er soll das erkennen, er soll fokussieren, bevor er die Aufnahme macht und er soll natürlich, wenn er eine Bewegung erkennt, eine entsprechende Aufnahme machen. Muss man einfach mal mit rumspielen. Ich versuche jetzt mal hier mit einem Kuli davor zu gehen. Ihr habt jetzt gehört, dass das Programm ausgelöst hat. Funktioniert also schon relativ gut. Nur mit der Feineinstellung, wie stark die Bewegung sein soll und wie lange er dann gegebenenfalls zu warten hat, bis dass er die Aufnahme macht, muss man dann für die verschiedenen Einsatzzwecke noch ein wenig rumspielen. Ja, hiermit können wir dann auch den Live-View jetzt mal im Moment beenden. Wir gehen mal wieder zurück in das Hauptfenster. So, gerade für den Bereich Timelapse stellt Digicam Control einiges an Tools zur Verfügung, unter anderem auch
dass das Timelapse sofort in diesem Programm letztendlich zu einem Videofile gerendert werden kann. Ob das jetzt so sinnvoll ist, neben bereits bekannten Open Source Programmen wie zum Beispiel Virtual Dub oder auch anderen Optionen, ein Timelapse-Video zusammenzusetzen, dies in einem Programm zu vereinen, lassen wir mal offen. Ich halte es für weniger sinnvoll. Das sieht nachher aus wie ein großer Programm-Moloch, der vielleicht an nicht allen Ecken dann so ausgereift sein wird, wie es vielleicht wünschenswert ist. Daneben bietet Digicam Control offensichtlich, wo ich allerdings mangels Erfahrung nichts zu sagen kann, auch ein Tool zum Steuern einer Astroeinheit an und viele, viele weitere Tools. Als Fazit ist festzuhalten, es ist noch Beta-Software. Aufgrund des Bugs zum Beispiel, den ich gerade im Live-View gezeigt habe, sowohl was die Änderungen der Aufnahmen anbelangt, wenn die dann wieder auf zurückgesetzt werden, aber auch, dass sich in manchen Situationen Einstellungen an der Kamera eben im Live-View vor allen Dingen nicht verändern lassen, bin ich geneigt zu sagen, im Moment für den Einsatz noch nicht so wirklich tauglich, aber genauso wie QDSLR Dashboard durchaus auf dem richtigen Weg. Damit ergibt sich neben dem schon genannten DSLR Dashboard eine zweite Alternative für Windows-PCs, die sich zudem dann auch drahtlos verbinden lassen. Ja, das war es wieder von mir. Ich hoffe, der kurze Beitrag, der wirklich nur die wesentlichsten Funktionen von Digicam Control anreißen konnte, hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eure Kommentare, Anregungen und auch Kritik im Blog. Ansonsten sage ich Ciao, Tux Oche, bis zum nächsten Mal.